man muss ja festhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der christliche Gott existiert, genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass Odin, Zeus oder Thor oder einer der 5000 anderen Götter existiert, die sich die Menschheit jemals ausgedacht hat. Wenn wir jetzt sagen würden, es gibt definitiv keinen Gott, dann wäre das natürlich eine Art Glaubensaussage. Wir werden es nie rauskriegen, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Ja, wir werden auch nie rauskriegen, ob es die Zahnfee wirklich gibt oder nicht. Nun gibt es in Deutschland relativ wenige Menschen, die ihr Leben nach der Zahnfee organisieren oder die so an die Zahnfee glauben, dass sie sagen, da bekomme ich einen Teil meines Sinns, der mir hilft in diesem Leben. Daraus bekomme ich einen Auftrag, dass ich anderen Menschen helfe. Insofern würde ich sagen, es ist schon, man kann das so bezeichnen, als ein wunderbares Märchen. Ich würde vielmehr auf die Menschen schauen, die diesem Glauben folgen und für die eben dieser christliche Gott nicht Thor ist oder eine andere mythische Größe oder eine Fantasiefigur wie die Zahnfee, sondern würde die fragen, was bedeutet es? Und da erlebe ich sehr tiefsinnige, sehr nachdenkliche und sehr tröstende Antworten. Und das ist für mich dann sozusagen die Form, in der ich das Gespräch gerne führen würde.